Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler. Ich bin unter anderem die Autorin von dem Bestseller Mögest du glücklich sein und auch hier dein Host von diesem Podcast. Und das hier ist heute die letzte Folge im Jahr 2017. Und es ist eine wunderschöne Meditation, die ich gerne in diesem Jahr noch mit dir teilen möchte. Und zwar ist es eine Meditation, ein Live-Mitschnitt aus dem Spiritual Sunday, den wir heute gemacht haben am 31.12. Und wo es einfach nochmal darum geht, das Jahr 2017 in Liebe und in Dankbarkeit gehen zu lassen, nochmal zu reflektieren, was du alles erlebt hast in diesem Jahr. Und ja, und es einfach loszulassen und voller Freude und Leichtigkeit in das nächste Jahr einzusteigen. Und für diese Meditation würde ich dir empfehlen, dass du für die nächsten 25 Minuten einen ruhigen Ort hast, dass du ungestört bist. Und vielleicht legst du dir auch einen Stift und einen Zettel an deine Seite, dass du danach für dich auch noch mal ein bisschen aufschreiben kannst, was du gerne im nächsten Jahr erschaffen möchtest, was du in diesem Jahr loslassen möchtest, was du für Erfahrungen in diesem Jahr gemacht hast, die dir eben auch fürs nächste Jahr dienen dürfen. Und ich finde es immer sehr schön, einfach zum Ende des Jahres nochmal so ein bisschen zu reflektieren und ja, sich das Beste mitzunehmen ins nächste Jahr. Und ich würde jetzt einfach sagen, los geht's. Dann würde ich sagen, fangen wir an zu meditieren. Und für die Meditation finde einen ganz bequemen Sitz. Schau, dass du aufrecht sitzt. Du kannst deine Schultern nochmal hoch zu den Ohren ziehen und dann so zurückrollen, dass sich dein Brustkorb wirklich nach vorne öffnen kann. Und in dem Moment, wenn du das machst und deine Schultern so nach oben und zurückrollst, wirst du spüren, dass sich automatisch deine Wirbelsäule aufrichtet. Und du kannst dir auch vorstellen, wie von der Spitze deines Kopfes so ein unsichtbarer Faden dich hoch zur Decke zieht, der dich einfach auch nochmal aufrichtet. Und dann leg gerne deine Hände mit den Handunterflächen nach oben auf deinen Oberschenkeln ab. Und wenn du möchtest, kannst du auch ein Mudra benutzen. Das heißt, bring gerne deine Zeigefinger und deine Daumen zusammen. Und wenn du dann soweit bist, dann schließ deine Augen. Und nimm einen tiefen Atemzug, atme tief durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Sehr gut. Und atme noch einmal tief durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. Ein letztes Mal tief durch die Nase einatmen. Und durch den Mund aus. Und dann bring deine Aufmerksamkeit für einen Moment zu deiner Nasenspitze und beobachte, wie bei jedem Einatmen und jedem Ausatmen ein leichter Luftstrom deine Nasenspitze berührt und beobachte, wie dein Atem seinen ganz eigenen natürlichen Rhythmus wiederfindet. Und erlaube dir jetzt über deinen Atem ganz präsent zu werden, ganz bewusst hier in diesem Augenblick anzukommen. Richte deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit zu 100% auf deinen Atem. Alles, was jetzt gerade zählt, alles, was jetzt gerade wichtig ist, alles, was jetzt gerade wirklich existiert, ist dieser Augenblick, dieser Moment. Und falls gerade Gedanken kommen, die dich von deinem Atem, von deiner Aufmerksamkeit ablenken, nimm einfach nur ganz bewusst wahr, dass da gerade ein Gedanke ist. Und in dem Moment, wenn du dir über den Gedanken bewusst wirst, bring die Aufmerksamkeit zurück zu deinem Atem.
Und dann bring die Aufmerksamkeit jetzt in deinen Körper. Nimm deinen ganzen Körper bewusst wahr. Spür die Energie deines Körpers. Werde dir deines Körpers bewusst. Und dann spür dein Herz. Bring deine Aufmerksamkeit in dein Herz. Nimm deinen Herzschlag wahr. Und stell dir vor, wie du dich ganz bewusst mit der Energie deines Herzens verbundest. Mit der Liebe, dem Mitgefühl, der Weisheit, der Kraft, der bedingungslosen Liebe. Werde zu diesem Herzbewusstsein, zu diesem reinen Bewusstsein von dir. Und bleibe jetzt für ein paar Atemzüge mit diesem reinen Bewusstsein deines Herzens verbunden, mit der Kraft deines Herzens. Und jetzt stell dir vor, wie du vor dir eine wunderschöne Tür siehst, eine riesige Tür, die wunderschön verziert ist. Schau dir die Tür einmal genau an. Wie sieht diese Tür aus? Was kannst du an dieser Tür sehen? Und du bist unglaublich neugierig, was wohl hinter dieser Tür liegt. Du kannst es kaum erwarten, durch diese Tür zu gehen. Denn du weißt, hinter dieser Tür liegt etwas Besonderes, etwas, was auf dich wartet. Und du legst jetzt deine Hand auf die Türklinke und in dem Moment, wenn deine Hand die Türklinke berührt, öffnet sich die Tür. Und die Tür geht auf. Und hinter der Tür wartet ein wunderschönes, helles Licht auf dich. Und du trittst in diese Tür hinein und als du durch die Tür jetzt durchgetreten bist, spürst du, dass du in einem ganz besonderen Raum bist. Dieser Raum ist so groß, dass du gar nicht die Enden von dem Raum sehen kannst. Er ist riesig. Und die Decke von dem Raum ist der Himmel. Es ist ein magischer Raum, in dem du bist. Und du schaust dir diesen Raum jetzt genauer an und du stellst fest, dass er wie ein Spielfeld aufgebaut ist. Es ist ein riesiges Spielfeld. Und du siehst, dass dieses Spielfeld in 12 Abschnitte aufgeteilt ist. Und auf jedem Abschnitt steht ein Monat. Und dir wird jetzt in diesem Moment bewusst, dass du gerade in den Raum von dem Spielfeld aus dem Jahr 2017 getreten bist. Dein Spielfeld des Lebens aus dem Jahr 2017. Und du stehst jetzt auf deinem Spielfeld aus diesem Jahr. Und du trittst jetzt auf den ersten Teil dieses Spielfeldes, auf den Monat Januar. Und du erinnerst dich, wie der Januar war, vor einem Jahr, als dieses Jahr gerade angefangen hat. Und du erinnerst dich nochmal an die Energie in diesem Monat, was du erlebt hast, welche Menschen dir begegnet sind. Welche Erfahrungen du gemacht hast. Und dieses Spielfeld strahlt eine unglaubliche Leichtigkeit aus. Es ist dein Spielfeld des Lebens, deine Erfahrungen, dein Leben. Und du gehst jetzt weiter in den Monat Februar.
Und auch hier kannst du nochmal sehen, was du erlebt hast, welche Erfahrungen du gemacht hast, welche Menschen dir begegnet sind, welche Entscheidungen du getroffen hast. Und du gehst weiter in den Monat März und spürst auch hier nochmal hinein, wie der März für dich war. Und du kannst dir aus jedem Monat einfach eine Erfahrung mitnehmen, eine Weisheit. Und du gehst weiter in den April, als der Frühling gekommen ist und erinnerst dich nochmal an deinen April. Was ist in deinem Spielfeld des Lebens im April 2017 passiert? Was hast du gemacht? Und du gehst weiter in den Monat Mai. Und erinnerst dich auch an diesen Monat. Und in den Juni, als der Sommer gekommen ist. Den Juli und den August. Was hast du im Sommer gemacht? Was hast du auf deinem Spielfeld des Lebens im Sommer gemacht? Dann kommt der September. Welche Erfahrungen hast du im September gemacht? Welche Menschen hast du getroffen? Was hast du gelernt? Welche Entscheidungen hast du getroffen? Dem Oktober. Und im November. Und dann kommt der Dezember. Dieser Monat, der letzte Monat von diesem Jahr. Und lass auch den Dezember nochmal Revue passieren. Welche Menschen dir begegnet sind, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und dann geh jetzt einmal in die Mitte des Spielfeldes aus dem Jahr 2017. Stell dich genau in die Mitte. Um dich herum sind jetzt die 12 Monate, wie eine Sonnenuhr. Du stehst in der Mitte dieses Jahres, auf deinem Spielfeld. Und spür einfach nochmal hinein, spür einmal in die Energie von diesem Jahr. Was war für dich in diesem Jahr die wichtigste und wertvollste Erfahrung? Was hast du gelernt? Was hast du für dich mitgenommen? Und lass diese Erfahrung, das, was du für dich gelernt hast, einmal zu dir kommen. Und veranker diese Weisheit nochmal in dir, in deinem Herzen. Und dann schau einmal, welche Menschen du vielleicht in diesem Jahr losgelassen hast oder vielleicht sogar verloren hast. Und stell dir vor, wie diese Menschen einmal auf dich zukommen und wie sie vor dir stehen, wie sie dich anlächeln und wie sie dir sagen, es war alles richtig. Danke, dass wir einen Teil unseres Lebens gemeinsam gegangen sind. Und trennt euch im Frieden. Trennt euch in Liebe, trennt euch in Dankbarkeit.
Und bedanke du dich auch bei diesen Menschen, dass sie Teil deines Lebens gewesen sind, dass ihr euch begegnet seid und dass ihr einen Teil zusammengegangen seid. Und dann lass los. Lass los. Und verabschiede dich von diesen Menschen. Lass sie im Guten gehen. Und mit einem Lächeln verabschieden sich diese Menschen und verlassen dein Spielfeld des Lebens. Und dann erinnere dich jetzt einmal an die Menschen, die du in diesem Leben neu kennengelernt hast, in diesem Jahr. Welche Menschen sind in dein Leben gekommen? Welche neuen Freundschaften haben sich vielleicht ergeben? Vielleicht ist ein Kind in dein Leben gekommen. Vielleicht ein neuer Partner oder eine neue Partnerin. Und lass auch diese Menschen jetzt einmal auf dem Spielfeld deines Lebens zu dir kommen. Und bedanke dich bei ihnen, dass sie jetzt in deinem Leben sind, dass sie euch gefunden haben. Und dann verabschiede sich von ihm und auch sie gehen mit einem Lächeln. Und dann erinnere dich einmal an all die Menschen, die dir in diesem Jahr geholfen haben, die dich geliebt haben, die dich unterstützt haben, die für dich da gewesen sind. Freunde, Familie. Fremde vielleicht, Arbeitskollegen. Und lass einmal all diese Menschen zu dir kommen in die Mitte von deinem Spiel des Lebens, von deinem Spielfeld. Und dann blick einmal in all die Augen von den Menschen, die dich dieses Jahr begleitet haben, die dir geholfen haben, die dich geliebt haben. Und ohne etwas zu diesen Menschen zu sagen, blick ihnen einfach einmal in die Augen und bedanke dich über deine Augen, dass sie dich in diesem Jahr begleitet haben, dass sie für dich da gewesen sind. Und mit einem Lächeln verabschiede dich dann auch für diesen Moment von diesen Menschen. Und dann bleib in der Mitte von deinem Spielfeld des Lebens stehen. Und blick dich einfach nochmal um. Blick dich um und schau nochmal über dieses Jahr. Sieh einmal den Reichtum deines Lebens. Sieh den Reichtum an Erfahrung, an Liebe, an Menschen, an Orte, an die du vielleicht gereist bist, an Entscheidungen, die du getroffen hast, an Wachstum. Vielleicht hattest du in diesem Jahr eine große Krise, aber du bist hier. Du stehst in der Mitte deines Spielfelds des Lebens. Das war dein Jahr. Und während du jetzt über dein Spielfeld des Lebens schaust, von diesem Jahr, von dem Jahr 2017, schau einmal, ob es etwas gibt, was du loslassen möchtest. Etwas, was du nicht mit in das nächste Jahr nehmen möchtest. Was ist es Zeit, loszulassen? Was möchtest du nicht ins nächste Spielfeld mitnehmen? Was darf hier bleiben? Was hat ausgedient? Vielleicht einen Glaubenssatz, vielleicht eine Meinung, die du über dich selber hast.
Vielleicht etwas, wofür du denkst, dass du Schuld hast. Vielleicht ein alter Vorwurf. Was möchtest du hier lassen? Was darf hier bleiben? Was möchtest du nicht mehr mitnehmen? Entscheide dich jetzt, was lässt du los? Und dann stell dir vor, wie du diesen Glaubenssatz, den Vorwurf, die Scham, die Schuld, was auch immer du jetzt loslassen möchtest, wie du es in deiner Hand hältst. Vielleicht ist es in Form eines Steins oder in Form von einem anderen Gegenstand. Und spür einmal das Gewicht in deinen Händen. Vielleicht ist es sogar so schwer, dass du es gar nicht in deinen Händen halten kannst. Und dann stell es einfach ab. Stell ihn ab. Stell diesen alten Glaubenssatz, den alten Vorwurf, die Schuld, die Scham, was auch immer es ist. Stell es ab. Lass es los. Lass es stehen. Lass es auf diesem Spielfeld stehen. Du brauchst es nicht mehr. Und dann spür, wie du vielleicht leichter wirst. Wie gut es sich anfühlt, das nicht mehr mitzunehmen. Und dann blick jetzt nochmal über dieses Spielfeld deines Jahres 2017 und erkenne dich an. Erkenne dich an, dass du hier stehst. Ein bisschen weiser als noch vor einem Jahr. Ein bisschen mehr Liebe. Ein bisschen mehr Leichtigkeit, vielleicht ein bisschen mehr Freude, vielleicht ein bisschen mehr Dankbarkeit. Erkenn dich an, dass du gegangen bist. Erkenn dich an, dass du losgegangen bist für deine Träume, für deine Ziele und dass du dein Bestes gegeben hast, denn das hast du. Du hast dein Bestes gegeben. Und dann lass einfach die Dankbarkeit für dieses Jahr in dein Herz strömen. Lass die Dankbarkeit für all die Erfahrungen, all die Menschen und all das Wachstum wie ein wunderschönes weiß-goldenes Licht in dein Herz strömen. Und vielleicht zaubert diese Dankbarkeit ein Lächeln auf dein Gesicht. Die Dankbarkeit dafür, dass du dieses Leben hast, dass du dieses Jahr erleben durftest, dass du wachsen durftest, dass du da sein durftest, dass du dieses unendliche Geschenk bekommen hast von diesen vielen Tagen in diesem Jahr. Und wenn du die Dankbarkeit in deinem Herz spüren kannst, dann sag in Gedanken einmal Danke. 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 Und du siehst jetzt am Ende von diesem Spielfeld aus dem Jahr 2017 eine weitere Tür. Und du blickst auf diese Tür und du siehst, wie über dieser Tür 2018 steht. Und du gehst jetzt zu dieser Tür und du tanzt über dein Spielfeld aus dem Jahr 2017 voller Dankbarkeit. Für all die Erfahrungen, für all den Wert, den du bekommen hast. Und du gehst zu der Tür aus dem Jahr 2018 und legst deine Hand auf diese Tür. Und in dem Moment, wo du die Hand auf diese Tür legst, auf die Klinke, spürst du, wie ein neues Abenteuer auf dich wartet. Neue Menschen, neue Entscheidungen, die darauf warten, für dich getroffen zu werden. Neue Reisen. Neues Wachstum. Die Tür öffnet sich allerdings noch nicht. Diese Tür wird sich erst morgen öffnen.
Und hinter dieser Tür wartet das Spielfeld für das Jahr 2018. Und was du jetzt tun kannst, ist, eine Intention für dieses Jahr zu setzen, für dein neues Spielfeld, für das nächste Jahr. Mit welcher Energie, mit welcher Absicht möchtest du dein nächstes Jahr erschaffen? Was möchtest du erschaffen? Und setze diese Intention für dich. Und freue dich darauf, wenn sich morgen diese Tür öffnet und du ein neues Spielfeld betrittst. Deine Regeln, dein Spielfeld, dein Leben. Und du freust dich darauf. Dieses Spielfeld wartet darauf, von dir erschaffen zu werden. Und dann bring deine Aufmerksamkeit in dein Herz zurück. Komm wieder in deinen Körper an. Und spür einmal in dich hinein, wie du dich gerade fühlst. Spür die Dankbarkeit für all das, was war, für all das, was jetzt gerade ist und für all das, was kommt. Du bist vollständig. Und dann bring deine Hände in Gebetshaltung vor deinem Herzen zusammen. Bring dein Kinn zu den Fingerspitzen und verbeuge dich vor dir selbst. Verbeuge dich vor dem Leben, das durch dich fließt. Verbeuge dich vor dem Wunder, das du bist. Und bedanke dich bei dir selbst für deine Kraft, für deine Liebe und für deinen Wunsch und deine Bereitschaft, dich zu verändern und immer mehr deinen eigenen göttlichen Kern zu erkennen und das Wunder, das du bist. Und wenn du möchtest, kannst du wie jeden Sonntag mit mir die beiden Sätze sprechen. Mögen alle Menschen und Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein. Mögen alle meine Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Und dann bring nochmal deine Aufmerksamkeit in dein Herz. Halte deine Hände vor deinem Herzen in Gebetshaltung zusammen. Und schicke jetzt den Wunsch an all die Menschen, die gerade mit dir meditieren, dass sie dieses Jahr in Frieden und Freude, Liebe und Dankbarkeit loslassen und wünsche ihnen für das nächste Jahr Freude, Leichtigkeit, Wachstum, Liebe und alles, was du ihnen noch wünschen möchtest. Und stell dir vor, wie wir uns alle jetzt für diesen Moment miteinander verbinden. In dieser Absicht, das neue Jahr voller Kraft, voller Liebe und voller Dankbarkeit zu erschaffen. Und dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug, so als würdest du das erste Mal in deinem Leben einatmen. Atme tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und noch einmal tief durch die Nase einatmen und durch den Mund aus. Und ein letztes Mal tief durch die Nase ein, durch den Mund aus. Sehr gut. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt. Ich hoffe sehr, dass dir diese Meditation gefallen hat, dass sie dir gut getan hat, dass du das Jahr 2017 damit jetzt abschließen konntest. Und ich wünsche dir an dieser Stelle jetzt einfach auch einen guten Rutsch, dass du gut in das neue Jahr kommst. Und an dieser Stelle von Herzen Dankeschön für all deine Unterstützung, danke für deine Liebe, danke für dein Licht. Und
Ich freue mich so unendlich auf alles, was nächstes Jahr kommt, was wir losstarten werden und ja, auf dem Podcast, auf alles einfach. Ich glaube, 2018 wird ein grandioses Jahr und ich freue mich drauf und ich danke dir, dass es dich gibt und du bist so ein unendliches Geschenk für diese Welt. Und ja, lass es dir gut gehen, komm gut in das neue Jahr. Und wenn du möchtest, connecte dich super gerne mit mir auf Instagram @LauraMarlinaSeiler oder auf Facebook @LauraSeilerCoaching, wo wir uns austauschen können und wo ich dich auch in Instagram in meinen Stories immer so ein bisschen mitnehme. Und genau, also let's connect und in diesem Sinne, fühl dich umarmt, rock on und Namaste, deine Laura.